Liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser kleinen Kurzeinführung in das Themenfeld Sozial- und betriebswirtschaftliche Grundlagen. Im Folgenden werde ich vorstellen, erstmal anhand einer Fachlandkarte, was das große Themenfeld Sozialmanagement und Sozialwirtschaft beinhaltet. Und im Anschluss daran gehe ich auf Geschichte und statistische Einordnung des Arbeitsfeldes bzw. des Sektors, was wir als Sozialwirtschaft bezeichnen, ein. Und im Anschluss daran möchte ich gern noch ein paar Begriffsabgrenzungen vornehmen zwischen, was heißt auf der einen Seite Sozialmanagement und auf der anderen Seite Non-Profit-Management, beziehungsweise was macht auf der einen Seite Organisationen der Sozialwirtschaft aus und auf der anderen Seite Organisationen, die sich als Non-Profit verstehen. In das Themenfeld Sozialmanagement möchte ich mit Hilfe einer Fachlandkarte einführen. Eine Fachlandkarte wird in der Hochschuldidaktik genutzt, um komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen. Und hier habe ich den Versuch gewagt, mit einer Schatzkarte die verschiedenen Provinzen des Sozialmanagements zusammenzufassen. Wir sehen ganz unten in dem Bild das Territorium der Grundlagen. Hier befinden wir uns an der Quelle der Sozialwirtschaft. Das heißt, es gibt sozialpolitische Rahmenbedingungen zu beachten, bildungspolitische Rahmenbedingungen zu beachten und verschiedene Managementkonzepte, die eine Rolle spielen, wie soziale Organisationen geleitet, geführt und gestaltet werden können. Darüber hinaus in der Mitte des Bildes sieht man die Provinz der Organisation. Man braucht einen guten Überblick über die Organisationstheorie. Das heißt also, wie funktionieren und wie sind Organisationen der Sozialwirtschaft aufgebaut. Dann gibt es die Provinz der Finanzen. Hier geht es um die Frage der Finanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung und den Möglichkeiten, die wir haben, verschiedene Quellen zu nutzen, ob das Leistungsentgelte oder Spenden sind. Und links oben in dem Bild sehen Sie die Höhle der Finanzbuchhaltung, wo es um die Verwaltung der verfügbaren Mittel geht. Und im Wald der Kosten- und Leistungsrechnung können wir uns einen Überblick darüber verschaffen, wie wirtschaftlich unsere Organisation ist. Und schließlich gibt es noch auf der ganz linken Seite, am linken Rand, die Provinz des Leaderships. Hier kann man sich sozusagen die Fragen stellen, was ist das adäquate Mittel und welche Werkzeuge und welche Instrumente haben wir für die Personalführung und Personalentwicklung? Und an den Rändern der Karte sehen wir links unten beispielsweise den Fjord des Social Entrepreneurships und die Insel des Soziomarketings, also alle Fragen, die sich mit dem Thema Unternehmensgründung und auch Marketing beschäftigen, spielen eine Rolle. Und darüber hinaus gibt es rechts oben dann noch den Ozean der Strategie. Das heißt, es gibt verschiedene Aspekte und Grundlagen des strategischen Managements, wie man Organisationen über eine längere Frist leiten, gestalten und steuern kann. Da sollte man gewisse Grundlagen kennen. Und in der Bucht des Controllings kann man sich sozusagen an den Strand setzen und am Strand kann man auch nochmal den Bereich des Projekt- und Netzwerkmanagements sich aneignen, was natürlich auch eine wesentliche Grundkompetenz ist, um in sozialen Organisationen zu arbeiten. Also kurzum sind hier verschiedene Themenfelder genannt, mit denen wir uns teilweise dann im Rahmen unserer Lehrveranstaltung beschäftigen werden. Beginnen wir zunächst mit einem Blick in die Geschichte des Sozialmanagements bzw. der Sozialwirtschaft, um besser verstehen zu können, was die aktuellen Fragen sind bzw. wie sich bestimmte theoretische Grundlagen auch entwickelt haben. Beginnen wir mal in der Neuzeit, insbesondere in Frankreich, mit der ersten Erwähnung bzw. der ersten theoretischen Grundlage für die Sozialwirtschaft. Die ist zum Beispiel niedergeschrieben oder der Wesensaspekt ist niedergeschrieben in der katholischen Soziallehre, in den Sozialenzyklika. Und dort wurden beispielsweise Gedanken entwickelt, die sich mit dem Subsidiaritätsprinzip beschäftigen bzw. was die soziale Ökonomie ausmacht. In der gleichen Zeit hat sich auch Leon Walras beispielsweise mit der Gleichgewichtstheorie in der Volkswirtschaft beschäftigt und ist zum Beispiel der Frage nachgegangen, wie Grund und Boden denn verstaatlicht werden kann. Und wenn damit auch Steuern vermieden werden, so könnte doch zumindest die Produktion gesteigert werden. Also das ist die Zeit, wo sich verschiedene Grundlagen auch der heutigen modernen Gesellschaften entwickelt haben. Ja, und wenig später ist es zur Etablierung bzw. Entwicklung des Genossenschaftswesens gekommen. Genossenschaften waren zunächst erstmal nicht sozial gemeinnützige Einrichtungen, sondern stärker dafür gegründet worden, einen Zusammenschluss zu bilden, zum Beispiel wie
wie Raiffeisen für hilfebedürftige Landarbeiter oder die Banken im Bankenwesen, die Volksbanken. Und da wurden in dieser Zeit Prinzipien entwickelt und zusammen erstmal ermöglicht, wie zum Beispiel Selbstverantwortung, Selbsthilfe und Selbstverwaltung innerhalb von Genossenschaften. Später kam es dann auch insbesondere im Bereich der konfessionalen Träger im Diakoniewesen zur Gründung von Einrichtungen, die sich speziell um die Notlagen von Menschen gekümmert haben. Und ich denke da beispielsweise an die Gründung der ersten Stadtmission in Deutschland von Johann Wichern in Hamburg und verschiedene andere Einrichtungen, die sich später dann auch in diesem Feld etabliert haben. Und man kann auch noch erwähnen, am Ende des 19. Jahrhunderts die bismarckischen Gesetzgebungen oder die bismarckischen Gesetze im Sozialversicherungswesen und die Etablierung bzw. die Festsetzung des Solidarprinzips. Machen wir einen Sprung in das 20. Jahrhundert. Hier war zunächst erstmal das Prinzip der Vollkostendeckung oder der Selbstkostendeckung stand im Vordergrund. Das heißt also, alle Einrichtungen, die gemeinnützige Zwecke verfolgt haben und als Leistungserbringer aufgetreten sind, haben alle ihre Mittel, die sie zur Verfügung gestellt bekommen mussten, immer vom Staat refinanziert bekommen. Mitte der 70er Jahre ist aus der Kritik am Anführungszeichen Versorgungs- oder Wohlfahrtsstaat heraus das Anliegen entstanden, dass man insbesondere diesen Bereich der Sozialwirtschaft und des Sozialmanagements stärker professionalisieren sollte. Und so gab es schon erste Anleihen in den Studiengängen soziale Arbeit, an den Fachhochschulen insbesondere, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wie kann denn eine Finanzierung innerhalb von sozialen Einrichtungen oder von der Sozialwirtschaft umgesetzt werden? Gehen wir mal weiter in der Geschichte der Sozialwirtschaft. In den 1980er Jahren kam es dann zu einer tatsächlichen Etablierung des Studienfaches Sozialmanagement und es hat insbesondere erstmal Bachelorstudiengänge und dann später auch Masterstudiengänge gegeben, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und versucht haben, einerseits das sozialpädagogische, sozialarbeiterische Wissensspektrum zu verbinden mit dem ökonomischen Denken. In den 90er Jahren gab es dann ein Umdenken, was die Finanzierung der Sozialwirtschaft betraf und dort wurde dann das ursprüngliche Kostendeckungsprinzip abgelöst durch ein neues Prinzip, nämlich das neue Steuerungsmodell. Darauf werden wir dann später nochmal eingehen müssen, wo viel stärker sozusagen ein Wettbewerb generiert werden soll und dann entsprechend Mittel nicht im Gießkannenprinzip ausgeteilt werden, sondern immer je nachdem, wo es bestimmte Bedarfe gibt und auch im Sinne der Sozialraumorientierung soll es auch eine Gewichtung geben, in welchen Stadtteilen beispielsweise bestimmte Förderungen gegeben werden und Dinge unterstützt werden. Ende der 80er Jahre hat man sich auch auf europäischer Ebene stärker mit sozialpolitischen Themen auseinandersetzen müssen und eine soziale Charta dann in den 90er Jahren entwickelt, in der festgehalten ist, welche Aufgabenstellung denn einem Sozialstaat ein Sozialstaat nachzukommen hat und das Thema soziales Unternehmertum bzw. Social Entrepreneurship ist dann 2011, 2014 mit verschiedenen Initiativen aufgegriffen worden. Und seit den 2000er Jahren, die Geschichte geht hier sozusagen erstmal nur bis zu dem Zeitpunkt 2000, haben sich dann verschiedene Studiengänge, insbesondere im Bereich Sozialmanagement, Sozialwirtschaftslehre, im Bereich Non-Profit-Management etabliert, die je nachdem auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben und aktuelle Themen und Aufgaben des Sozialmanagements vertiefen. Um die Sozialwirtschaft besser einordnen zu können in das gesamte Wirtschaftssystem, präsentiere ich ein paar Statistiken. Sie sehen hier eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln aus dem Jahr 2004. Und hier sind verschiedene Sozialmultis, so wird das bezeichnet, dargestellt worden. Man sieht ganz deutlich, dass die konfessionellen Träger wie der Caritasverband und auch das Diakonische Werk sowohl die meisten Einrichtungen betreiben als auch die meisten
Mitarbeitenden haben. Und darüber hinaus sind natürlich auch die anderen größeren Wohlfahrtsverbände zu nennen, wie der Paritätische Verband, die Arbeiterwohlfahrt und das Deutsche Rote Kreuz. Und alle gemeinsam haben ungefähr, wenn man das jetzt hochrechnet, eine Beschäftigtenzahl von rund 1,2 oder 1,3 Millionen Beschäftigte im Jahr 2002. Ich zeige dann noch ein paar aktuellere Zahlen. Und es werden ungefähr 100.000 Einrichtungen bundesweit betrieben. Wenn man dies versucht, nochmal zu erweitern, könnte man sagen, dass wenn man jetzt die freien gemeinnützigen Träger hinzunimmt oder die freie gemeinnützige Wohlfahrtspflege, dass das ungefähr 5% der gesamtwirtschaftlichen Leistungen ausmacht. Also wenn wir insbesondere den öffentlichen Sektor herausrechnen, das muss man dabei bedenken. Wir haben ungefähr in Deutschland 43 Millionen Erwerbstätige. Und in einem Gutachten zur Sozialwirtschaft in Sachsen beispielsweise vom Gesundheitsökonomischen Zentrum an der TU Dresden ist auch mal berechnet worden, dass in Sachsen der Anteil an der Bruttowertschöpfung bei 6,7% ungefähr liegt für den Bereich sozusagen frei gemeinnützigen Wohlfahrtspflege. Darüber hinaus ist im Jahr mal eine andere Zahl, im Jahr 2008, aber auf europäischer Ebene, erstmal auf deutscher Ebene, sind 2,5 Millionen Mitarbeitende schon gezählt worden in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Hier ist das miteinander zusammengeführt. Da wird sozusagen der Gesundheitsbereich noch hinzugerechnet. Und auf europäischer Ebene, jetzt kommt die Zahl, rechnen wir ungefähr mit 11 Millionen Mitarbeitenden in den Bereichen. Und wenn man jetzt nochmal die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union betrachtet und den öffentlichen Sektor herausrechnet, dann sind Unternehmen der Sozialwirtschaft, machen die ungefähr 10% der Bruttowertschöpfung aus, die eben nur der Sozialwirtschaft zugeordnet werden können. Und das Gesundheitswesen ist hier in dem Fall nicht mitgezählt. Gehen wir nochmal in eine andere Statistik, und zwar die der Beschäftigungszahlen in der sozialen Gesundheitswirtschaft nach der Bundesagentur für Arbeit über. Und hier sind mal die Zahlen von 2014 und 2015 gegenübergestellt, die sich in den jeweiligen Jahresberichten zum 31.03. wiederfinden. In der Altenpflege geht man von 480.000 Personen aus, die sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Und das ist gewachsen in 2019 auf rund 600.000 Angestellte. Das heißt, hier haben wir eine 23-prozentige Steigerung. So ähnlich ist es auch vom Beschäftigungswachstum auch gewesen im Bereich Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege. Hier gehen wir momentan von 1,5 Millionen Stellen aus, die in dem Bereich geschaffen worden sind. Und im Bereich der Krankenpflege haben wir ungefähr 1 Million oder 1,1 Millionen an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Und das ist eine Steigerung von 10% gewesen in den letzten Jahren. Das vielleicht mal als eine kurze Einordnung in die Welt sozusagen der Zahlen, wie viele Beschäftigte in den Bereichen überhaupt tätig sind. Wie gesagt, wir können hier davon ausgehen, dass wir ungefähr 43 Millionen Erwerbstätige haben in Deutschland, also Personen, die einer Beschäftigung nachgehen. Wenn wir auf die Einnahmenseite blicken und die Frage stellen, wie wird denn die freie Wohlfahrtspflege finanziert, dann wird ganz deutlich, das sind zwar Zahlen auch wieder aus dem Jahr 2004, aber an der grundsätzlichen, ja, an diesem grundsätzlichen Mix aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen hat sich jetzt nicht viel geändert. Wir können annehmen, dass zu einem großen Teil, hier in der Statistik wird es mit 69% ausgegeben, ein Großteil der Finanzierung aus den Leistungsentgelten bestritten wird. Leistungsentgelte ist eine öffentliche Zuwendung, die wir oder öffentlich sind öffentliche Mittel, die wir erhalten für bestimmte abgerechnete Pauschalen, für beispielsweise eine geleistete Arbeitsstunde oder für Tagessätze beispielsweise. Darüber hinaus gibt es öffentliche Zuwendungen, zum Beispiel im Rahmen von Projekten, im Rahmen von institutionellen Finanzierungen. Es gibt einen gewissen Anteil von kirchlichen Zuwendungen. Das heißt, da wäre das jetzt sozusagen der Bereich der konfessionellen Träger, wo noch eine weitere Finanzierungsquelle zur Verfügung steht. Es gibt sonstige Quellen, die zum Beispiel aus Projektmitteln bestritten werden.
Und darüber hinaus gibt es auch noch Spenden und Beiträge, insbesondere dann für gemeinnützige Einrichtungen und für Organisationen, die Mitglieder haben, wie zum Beispiel Vereine oder Genossenschaften. Dort können dann auch Beiträge gesammelt werden. Oder auch Elternbeiträge in der Kita beispielsweise, die würden auch noch mit hier dazu zählen. Was man hier deutlich sieht, und das ist gleich ein Markenzeichen für die Sozialwirtschaft, ist, dass wir mit unterschiedlichen Finanzierungsquellen zu tun haben und zum Gelingen der Einrichtung bzw. zur Gesamtfinanzierung der Einrichtung eben die öffentlichen Mittel, die für unsere Leistungen refinanziert werden, nicht zwingend ausreichend sind, sondern wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir diesen kleinen Betrag refinanzieren können, die nicht aus öffentlichen, sondern auch aus privaten Mitteln oder aus Beiträgen und Spenden refinanziert werden müssen. Kommen wir nun im nächsten Schritt zur Abgrenzung von Non-Profit-Organisationen und sozialen Organisationen. Was ist damit gemeint? Wenn wir von Non-Profit-Organisationen reden, so hier nach Helmich aus dem Gabler-Lexikon, dann handelt es sich dabei um, Zitat, alle diejenigen Organisationen, die weder erwerbswirtschaftlichen Firmen noch öffentliche Behörden der unmittelbaren Staats- und Kommunalverwaltung sind. NPO sind ferner jene Organisationen, die einem gesellschaftlich als sinnvoll und notwendig erachteten Leistungsauftrag folgen und dabei nicht in erster Linie vom Ziel der Gewinngenerierung geleitet werden. Non-Profit-Organisationen werden dabei gemeinhin als Teil des sogenannten dritten Sektors verstanden, der neben bzw. zwischen den beiden idealtypischen Polen Markt und Staat angesiedelt ist. Also kurz zusammengefasst handelt es sich hier sozusagen bei NPOs, die Abkürzung für Non-Profit-Organisationen, diejenigen Organisationen, die nicht zum Staat und nicht zum Wirtschaftssektor gehören und gewissermaßen so einen dritten Sektor in der Gesellschaft ausmachen. Und insbesondere nicht Gewinngenerierungs- oder man könnte auch das anders übersetzen, nicht Gewinnmaximierungsziele verfolgen, sondern einem öffentlichen anerkannten beziehungsweise auch gesetzlich geregelten Auftrag nachgehen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, was es denn für Non-Profit-Organisationen gibt, verweise ich hier auf eine Grafik von Schwarz, der zwischen wirtschaftlichen Organisationen wie zum Beispiel Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, Verbraucherorganisationen und den zweitens soziokulturellen Organisationen unterschieden hat. Das sind dann Vereine, die sich für Sport, die für die Organisation von Kunst und Kultur und Wissenschaft und so weiter gebildet worden sind. Zweitens und drittens es gibt es noch politische Organisationen wie zum Beispiel Parteien, die sich bilden oder Umweltbewegungen, Umweltverbände. Und darüber hinaus karitative Organisationen, die sich um die Hilfe für Menschen in besonderen Lebenslagen kümmern. Es gibt Wohlfahrtsverbände, die sich gebildet haben. Und man könnte hier auch noch in dieses Themenfeld die Entwicklungshilfeorganisationen hinzuzählen. Also kurz zusammengefasst sind bei Non-Profit-Organisationen erstmal alle Organisationen in der Gesellschaft angesprochen, die prinzipiell gemeinnützige Zwecke, aber auch darüber hinaus auch wirtschaftliche Zwecke verfolgen können. Nicht zwingend, aber die Gewinngenerierung bzw. Gewinnmaximierung im Blick haben. Wenn wir von der Sozialwirtschaft reden, müssen wir noch eine Einschränkung vornehmen. Hier würde ich beispielsweise zwar viele Organisationen, die hier in der Kategorie 2 sozialkulturelle Organisationen genannt sind, zum Beispiel die der Förderung von Kultur oder Bildung und Erziehung dienen, mit hinzuzählen, beziehungsweise der Gestaltung des Lebensumfeldes gleichzeitig, aber auch gehören die karitativen Organisationen, was hier in der Kategorie 4 beschrieben wird, also alle Wohlfahrtsverbände und Hilfsorganisationen, frei gemeinnützige Einrichtungen, die könnte man hiermit sozusagen in erster Linie dazuzählen. Es gibt immer Überschneidungen, es gibt immer Graubereiche, aber ich würde empfehlen, so ein bisschen diesen Begriff zu schärfen, was auf der einen Seite Non-Profit-Organisationen sind, das heißt, hier hat man diese große Vielfalt an verschiedenen Organisationen, und auf der anderen Seite soziale Organisationen. Zum Begriff soziale Organisationen sage ich später noch etwas. Gehen wir nochmal über in die Unterscheidung zwischen For-Profit- und Non-Profit-Organisationen. Hier hat auch ebenso Schwarz mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Hier auf der Folie sind erstmal die Gemeinsamkeiten dargestellt. Alle Organisationen, egal ob sie jetzt erwerbswirtschaftlich, also For-Profit oder nicht erwerbswirtschaftlich, Non-Profit-Organisationen darstellen, haben
verschiedene Teilsysteme, die innerhalb der Organisation eine Rolle spielen und immer mit bedacht werden müssen. Es sind die zielgerichteten Systeme, die produktiven Systeme und die Sozialsysteme. Was ist damit gemeint? Schwarz meint damit, dass jede Organisation, egal was für eine Art von Gründung wir haben, immer einen Zweck und einen Sinn definieren muss, der dann meist in der Satzung oder im Gesellschaftervertrag oder dergleichen oder eine Vereinssatzung niedergeschrieben sein muss und der die Grundlage ist für das gesamte Arbeiten in der Organisation. Darüber hinaus sind alle diese Organisationen produktive Systeme. Das heißt, hier geht es um die Frage, wer arbeitet, also wie ist der Personaleinsatz, wer arbeitet in der Einrichtung, mit welchen Finanzen hat man es zu tun und wie kann man die Finanzierungsquellen aufschließen und wie werden Leistungen und Dienstleistungen, Produkte und Dienstleistungen angeboten. Und darüber hinaus sind sie auch Sozialsysteme. Auch hier gilt es immer mit zu bedenken, wie können Mitarbeitende motiviert werden, wie können Mitarbeitende dabei unterstützt werden, sich weiterzuentwickeln, Kompetenzen zu entwickeln. Und der Faktor Humanum, sozusagen, steht im sozialen System im Vordergrund. Und alle diese Organisationen, das ist jetzt unten auch die Zusammenführung, müssen sich damit auseinandersetzen, wie das Management ihrer Einrichtung zu funktionieren hat, also welche Führungsprozesse zu organisieren sind, wie Ziele gesetzt werden, wie geplant wird, wie Personalplanung beispielsweise stattfindet, wie Koordinierung und Organisation im engeren Sinne sozusagen in der Einrichtung umgesetzt werden. Alles das sind Aufgaben, die jede Einrichtung hat. Kurz zusammengefasst heißt das sozusagen, auch Non-Profit-Organisationen müssen sich mit dem Management, also mit ökonomischen Fragen auseinandersetzen und haben ähnliche Rahmenbedingungen zu beachten wie auch erwerbswirtschaftliche Organisationen, nämlich zum Beispiel, dass sie sich mit dem Zweck und Sinn auseinandersetzen, dass sie als Produktion oder als produktives System zu verstehen sind, also Dienstleistungen anbieten und als soziale Systeme sich auch mit dem Faktor Mensch in Organisationen auseinandersetzen sollen. Und man kann neben den Gemeinsamkeiten auch verschiedene Unterschiede herausarbeiten. Auch das geht hier auf eine Untersuchung von Schwarz zurück. Der Hauptzweck von Non-Profit-Organisationen ist insbesondere, dass hier Leistungen erbracht werden für einen ganz bestimmten Personenkreis der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Also hier wird auch von einer Bedarfswirtschaft gesprochen. Das heißt, es wird immer anhand von gesetzlichen Rahmenbedingungen beziehungsweise den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe ausgeplant, während die Erwerbswirtschaft stärker den Blick darauf nimmt, dass eingesetzte Kapital und den Ertrag zu fokussieren, also Gewinn und Rentabilität im Blick zu behalten als Formalziele. Die Adressaten mögen sich auch zu unterscheiden. For-Profit-Organisationen haben stärker sozusagen die Nachfrage und das Angebot auf Märkten, auf Angebot und Nachfrage von Produkten und Dienstleistungen im Blick, während die Non-Profit-Organisationen stärker sozusagen die Mitglieder und die den gesellschaftlichen Bedarf berücksichtigen müssen. Also auch da gibt es sowas wie Märkte. Man spricht dann von sozialen Märkten oder vom Gesundheitsmarkt beispielsweise, aber das ist dann sozusagen ein begrenzter Bereich. Und die Steuerungsprinzipien unterscheiden sich im For-Profit- bzw. Non-Profit-Bereich. Der For-Profit-Bereich hat stärker sozusagen eine Marktorientierung und die Ausrichtung sozusagen mit den Produkten und Dienstleistungen an den marktlichen Entwicklungen im Blick und die Wettbewerbs- und Kundenorientierung und das Verhalten der Wettbewerber und Kunden wird stärker in den Blick genommen, während bei den Non-Profit-Organisationen es eher darum geht, sozusagen, dass Mitglieder mitbestimmen können, wie die Einrichtung sich entwickelt und auch, dass insbesondere die Perspektiven der Klienten in den Vordergrund und in den Mittelpunkt geschoben werden können. Die Güter und Dienstleistungen, also die angebotenen Güter und Dienstleistungen, unterscheiden sich zwischen For- und Non-Profit-Organisationen. Die For-Profit-Organisationen haben sozusagen private und auf dem Markt gehandelte Individualgüter stärker im Blick. Es kann natürlich auch Produktionsgüter geben. Auf die Kritik gehe ich gleich nochmal ein, weil diese Grafik natürlich auch nicht vollständig ist. Aber Schwarz sagt, die Non-Profit-Organisationen haben stärker Kollektivgüter im Blick. Das heißt also, hier ist die Gesellschaft bzw. sind es die sozialen Leistungen, die an Mitglieder der Gesellschaft, die besondere Anforderungen haben oder bedürftig sind, werden hier weitergegeben. Und bei den Finanzmitteln gibt es auch einen Unterschied, nämlich die For-Profit-Organisationen haben einerseits Kapitalanlagen, die gemacht werden können, also die legen auch gegebenenfalls auch Gelder am Kapitalmarkt an und es gibt Umsatzerlöse, also es gibt da sozusagen verschiedene Finanzierungsquellen, die
For-Profit-Organisationen nutzen können. Das ist allerdings nicht so stark ausgeprägt bei Non-Profit-Organisationen. Hier gibt es, und da bin ich ja vorhin schon mal drauf eingegangen, verschiedene Einnahmenquellen, ob das nun die Leistungsentgelte sind, ob das die öffentlichen Zuwendungen sind, ob das Mitgliederbeiträge oder Spenden und dergleichen sind. Schließlich zum Schluss noch eine kleine Kritik. Diese Übersicht hier ist natürlich eine Vereinfachung, um zu unterscheiden, was For- und Non-Profit-Organisationen ausmacht. Die stammt auch aus den 80er Jahren von Schwarz. Es wird in verschiedenen Büchern immer wieder reproduziert. Deswegen beziehe ich mich auch auf diese Grafik. Die Grenzen sozusagen zwischen For-Profit- und Non-Profit-Organisationen, die haben sich auch verschoben über die letzten Jahre hinweg, wo man auch sagen kann, es gibt so etwas wie einen Grenzbereich beziehungsweise so eine Grauzone, wenn man das mal so bezeichnen darf, wo es natürlich auch viele Non-Profit-Organisationen gibt, die vielleicht nebenbei in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch eine Gewinnmaximierung durchaus verfolgen können und genauso gut auch For-Profit-Organisationen, die im Bereich der Sozialwirtschaft tätig sind. Ich denke da an die Pflegeeinrichtungen beispielsweise für gut Betuchte. Ich denke da an Eigenbeiträge, Selbstbeiträge, die man leisten muss für bestimmte Dienstleistungen. Alles das sind sozusagen auch erwerbswirtschaftliche Sichtweisen beziehungsweise Elemente, die auch in der Sozialwirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das vielleicht ganz kurz mal als Kritik noch an dieser Übersicht, dass wir hier eigentlich eher davon reden müssen, auf der einen Seite des Spektrums von Non-Profit, auf der anderen Seite des Spektrums von For-Profit-Organisationen. Und wir befinden uns mit den verschiedenen Organisationen, die wir jetzt im Laufe dieser Veranstaltung in den Blick nehmen, immer so auf diesem Spannungsgrad von der einen Seite und der anderen Seite, also zwischen diesen beiden Extrempolen. Und schließlich sollten wir uns auch mit dem Begriff soziale Einrichtung beschäftigen, in Abgrenzung zum Begriff Non-Profit-Organisation, wo ich bisher drauf eingegangen bin. Ich habe hier eine Liste von verschiedenen Merkmalen zusammengestellt, an denen man das festmachen kann, was denn eine soziale Einrichtung ausmacht. Von sozialen Einrichtungen spricht man insbesondere von Unternehmen, die Sozialdienstleistungen anbieten und erbringen, beziehungsweise Güter und Dienstleistungen anbieten, die für besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen geeignet sind. Hier ist im Hintergrund sozusagen gemeint damit, dass es meist einen gesetzlichen Auftrag gibt, der verfolgt wird und im Sozialgesetzbuch beispielsweise festgeschrieben ist und entsprechend auch sich die Einrichtung, die soziale Einrichtung, das Sozialunternehmen dann darauf spezialisiert. Ob es nur im Erziehungswesen ist, ob es im Bereich Hort oder Schule oder im Bereich der Sozialarbeit im Allgemeinen ist, da kann es sozusagen ganz unterschiedliche Aufträge geben. Es handelt sich grundsätzlich erstmal um Dienstleistungen und das Ziel dabei ist, dass damit Menschen unterstützt werden, beziehungsweise Menschen in die Lage versetzt werden, zum Beispiel selbstständiger zu werden. Darüber hinaus gibt es zweitens das Merkmal, und das entlehne ich mir jetzt gerade von der Diskussion über die Non-Profit-Organisationen. Es wird bei sozialen Einrichtungen nicht im Vordergrund ein Gewinnmaximierungsziel, sondern ganz im Gegenteil ein Gemeinnützigkeitsziel verfolgt. Das heißt also, wir achten sehr stark auf die Bedarfsdeckung, auf die Kostendeckung unserer Einrichtungen und haben nicht sozusagen die Gewinnmaximierung im Blick. Nichtsdestotrotz müssen auch soziale Einrichtungen Gewinne erwirtschaften. Das heißt, am Ende des Jahres muss etwas überbleiben, sodass dann wieder reinvestiert bzw. neue Dinge angeschafft werden können. Und die Gemeinnützigkeit ist beispielsweise geregelt in der Abgabenordnung, wo auch vom Gesetzgeber her eine Steuerermäßigung gegeben werden kann für bestimmte, zum Beispiel Ertragssteuern, die Einrichtung, eine soziale Einrichtung, etwas, was die Steuerlast betrifft, erleichtern. Ich gehe nochmal auf den einen Begriff ein, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, im ersten Punkt, Sozialdienstleistungen. Soziale Einrichtungen bieten insbesondere soziale personenbezogene Dienstleistungen an. Da greife ich einen Begriff von Thomas Glatzeski auf, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie kann man denn diese Art von Dienstleistung besser beschreiben? Und wie schon erwähnt, handelt es sich im Regelfall um normierte Aufträge, die in den Sozialgesetzbüchern stehen. Und es sind an der Person, an den an den Nutznießern der Leistung gewissermaßen an den Bedürftigen verübte
Dienstleistungen. Das heißt also, dass Dienstleistungen in dem Moment, wo sie angeboten werden, schon sich verflüchtigen, weil Angebot und Nachfrage in dem Moment des Angebotes schon zusammenfallen. Sie sind nicht greifbar. Es ist insbesondere schwierig, diese sozialen, personenbezogenen Dienstleistungen qualitätsmäßig zu überprüfen. Das ist nicht wie bei einem Werkstück, was man sozusagen dann in die Maschine einspannt und entsprechend dann ausmessen kann, sondern hier braucht es Standards, hier braucht es Professionalitätsstandards und Regeln, wie die Leistung angeboten wird. Und alles das sind sozusagen auch Aspekte, nicht nur, sondern insbesondere Aspekte, mit denen sich dann die Sozialarbeitswissenschaft bzw. Sozialpädagogik intensiv auseinandersetzt. Und schließlich ist auch eine soziale Einrichtung, kann im weitesten Sinne dadurch gekennzeichnet sein, dass sie Ehrenamtliche und Freiwillige in die Umsetzung ihrer verschiedenen Ziele und dem Angebot von Dienstleistungen einsetzt, was in erwerbsorientierten Organisationen nicht zwingend der Fall ist.